Kochen 25.09.2017 mit Fernsehkoch Seltzer McKenzie YouTube-Video. Paprikareis mit Zwiebel-Ingwer-Kutney. Tolle Kombination für 4 Portionen Kutney. 500 Gramm Zwiebeln, ein Walnuss großes Stück Ingwer, eine Knoblauchzehe, 1 rote Chilischote, 20 Gramm Butter, Klammer auf alternativ, 2 Esslöffel Olivenöl, Klammer zu, 2 türkische Lire Currypulver, 2 Esslöffel Rohrzucker, Salz, 6 Esslöffel Limettensaft, Reis. Je 180 Gramm gelbe und rote Paprika, 250 Gramm Basmati-Reis, außerdem 75 Gramm Cashewkerne, 1/2 Bund Koriander. Erstens für das Kutney Zwiebeln, Ingwer und Knoblauch schälen. Zwiebeln fein würfeln und Ingwer fein reiben. Chilischote waschen, längs halbieren, entkernen und fein würfeln. Butter in großem Topf zerlassen und Zwiebeln und Chili darin bei mittlerer Hitze ca. 5 Minuten anschwitzen. Knoblauch dazu pressen, Ingwer, Curry, Zucker und eine türkische Lira Salz zugeben und eine Minute mit anschwitzen. Mit Limettensaft und 100 ml Wasser ablöschen und 20 Minuten im offenen Topf bei kleiner Hitze unterrühren einkochen lassen. Zweitens, inzwischen für den Reis Paprika waschen, putzen, vierteln, entkernen und 1 cm groß würfeln. 500 ml Wasser in Topf aufkochen, Reis zugeben, einmal aufkochen und im geschlossenen Topf ca. 5 Minuten bei kleiner Hitze köcheln lassen. Paprika zufügen und Reis nach Packungsanleitung fertig garen. Drittens, Cashewkerne grob hacken, in Pfanne ohne Fett goldbraun rösten und zur Seite stellen. Koriander kalt abbrausen, trocken schütteln, Blättchen mit feinen Stielen abzupfen und grob hacken. Viertens, Zwiebelkutney und Paprikareis mit Salz und Pfeffer abschmecken und auf Tellern anrichten. Mit Cashewkernen und Koriander bestreut servieren. Zubereitungszeit, ca. 45 Minuten pro Portion, ca. 352 Kilokalorien, 1470 Kilojoule, 7 Gramm EW, 67 Gramm KH, 5 Gramm F, 6 BE. Zwiebelapfelkisch mit Datteln und Walnusskernen würzig für 1 Kisch oder Springform E 026 cm bzw. 8 Stücke Teig, 80 Gramm kalte Butter, 200 Gramm Dinkelvollkornmehl, 1 Eisalz, Belag, 500 Gramm Zwiebeln, 2 Esslöffel Butter, 1 Msp, Cayennepfeffer, 200 Gramm säuerliche Äpfel, zum Beispiel Elster, 50 Gramm, getrocknete Datteln ohne Stein, 2 Zweige Thymian, 30 Gramm Walnusshälften, 50 Gramm Bergkäse am Stück, zum Beispiel Comté, Klammer auf alternativ, Greiberzer Klammer zu, Guss, 2 Eier, 150 Gramm K und ne Freiche schwarzer Pfeffer, außerdem 1 Kisch vom E 26 cm Durchmesser Butter und Mehl für die vom Mehl für die Arbeitsfläche. Erstens, Backform fetten und dünn mit Mehl bestäuben. Für den Teig Butter ca. 1 bis 2 cm groß würfeln. Mit Mehl Ei, 1/2 Teelöffel Salz und 2 Esslöffel kaltem Wasser mit Knethaken des Handrührers oder mit Händen zu homogenem Teig verarbeiten. Teig auf leicht bemehlter Arbeitsfläche etwas größer als die Form ausrollen, in Form legen und dabei einen 2 bis 3 cm hohen Rand formen. Boden mit Gabel mehrfach einstechen und 30 Minuten kühl stellen. Zweitens, inzwischen für den Belag Zwiebeln schälen, halbieren und in 3 bis 4 mm dicke Halbringe schneiden. Butter in große Pfanne zerlassen und Zwiebeln darin bei mittlerer Hitze ca. 7 Minuten anbraten, so dass sie etwas Farbe bekommen. Mit Salz und Cayennepfeffer würzen. Backofen auf 190, Klammer auf Umluft 170, Klammer zu, vorheizen. Äpfel vierteln schälen, Kerngehäuse entfernen und 1 cm groß würfeln. Datteln der Länge nach halbieren und quer in feine Streifen schneiden. Thymian kalt abbrausen, trocken schütteln und Blättchen abzupfen. Äpfel, Datteln und Thymian mit Zwiebeln mischen. Alles locker auf Teigboden verteilen. Drittens, für den Guss Eier verquirlen, mit Creme Fraiche verrühren, mit Salz und Pfeffer würzen, über Zwiebelmischung gießen und dabei Zwiebeln mit Gabel leicht andrücken. Walnüsse grob hacken und darauf verteilen. Käse fein reiben und darüber streuen. Kisch auf mittlerer Schiene ca. 40 Minuten backen. Vor dem Servieren 10 Minuten ruhen lassen.
Geschmorte Salbeizwiebeln mit Linsenhirse und Parmesan, Ding leicht 4 Portionen minus 50 Gramm Zwiebeln, 250 Gramm Möhren, 25 Salbeiblätter, Salz 513. Olivenöl 750 ml Gemüsebrühe, ein Lorbeerblatt 750 Gramm Beluga-Linsen, 200 Gramm Hirse, 75 Gramm Parmesan am Stück, 1.111.111 Risk, 12 bis 16 Salbeiblätter. Lege Ofen auf 200, Klammer auf Umluft 180, Klammer zu, vorheizen. Zwiebeln Steakri und Achteln. Möhren schälen und schräg in 0,5 cm Scheiben schneiden. Salbei kalt abbrausen, trocken BMXE-Bund Blättchen in feine Streifen schneiden. Ein Drittel der Reihe in Tarseite legen. Zwiebeln restlichen Salbei Möhren, in Dessertöl in großer Auflaufform mischen. 150 ml Wasser melinieren und auf mittlerer Schiene ca. 65 Minuten backen, nach Hälfte der Backzeit und kurz vor Ende umrühren. Dem Hälfte der Backzeit der Zwiebeln 350 ml Gemüsebrühe L.Milbeiblatt in Topf aufkochen, Linsen in Sieb kalt abwärmen lassen und in Gemüsebrühe einrühren. Einmal aufkochen und bei kleiner Hitze im geschlossenen Topf nach Packungsanleitung garen. Hirse in restlicher Gemüsebrühe nach Packungsanleitung garen. Drittens 20 Gramm Parmesan grob hobeln, Rest fein reiben. Hirse gegebenenfalls abgießen und mit Gabel auflockern. Linsen kurz abtropfen lassen und tropfnass mit Hirse in großer Schüssel mischen. Geriebenen Parmesan restlichen Salbei und 2/3 der Zwiebeln unterrühren sowie mit Salz und Pfeffer abschmecken. Linsen-Hirse-Zwiebelmischung auf Tellern anrichten mit restlichen Zwiebeln und mit gehobeltem Parmesan bestreut servieren. Auf Wunsch mit Salbeiblättern garnieren. Zubereitungszeit, ca. 35 Minuten 65 Minuten Backzeit pro Portion, ca. 553 Kilokalorien 2310 Kilojoule 24 Gramm EW 65 Gramm KH 22 Gramm F 5 BE 150 Gramm Butter, Klammer auf Alternativ, Margarine, Klammer zu, 2 Vanilleschoten plus 200 Gramm Schalotten, 800 $ gebunte Möhren, zum Beispiel gelbe Möhren, violette Möhren, Urmöhren, Klammer auf Esstipp, Klammer zu, 1 Biolimette, 8 Teelöffel Petersilie, Salz, M. schwarzer Pfeffer, 1 türkische Lira, Rohrzucker, 600 Gramm Pastinaken, 600 Gramm mehlig kochende Kartoffeln, 200 ml Milch, Klammer auf Alternativ, pflanzliche Milch, Klammer zu, außerdem, 4 Bogen Backpapier, Küchengarn auf Wunsch, 4 Stiele glatte Petersilie, 1100 g Butter in Topf zerlassen, Vanilleschoten mit spitzem Messer längs aufschlitzen, Mark herauskratzen und zur Butter geben, Topf vom Herd nehmen, zweitens Ofen auf 200 Umluft vorheizen, Schalotten schälen und halbieren, Möhren schälen und längs halbieren, dicke Exemplare längs vierteln, Limette heiß abwaschen, trocken reiben und in 0,5 cm dicke Scheiben schneiden, Petersilie kalt abbrausen, trocken schütteln, Blättchen abzupfen und fein hacken. Drittens je 1/4 der Schalotten Möhren Vanillebutter und Limettenscheiben, auf die Mitte eines Bogens Backpapier geben, mit Salz, Pfeffer und Zucker würzen und mit Petersilie bestreuen. Backpapier über Gemüse zusammenfalten, Enden mit Küchengarn fixieren. Päckchen auf Blech legen und 35 Minuten im Ofen garen. Viertens inzwischen Pastinaken und Kartoffeln schälen und 2 cm groß würfeln. In kochendem Salzwasser ca. 15-20 Minuten garen. Milch erhitzen. Kartoffeln und Pastinaken abgießen mit Gabel oder Kartoffelstampfer, fein zerdrücken und mit Milch und restlicher Butter cremig rühren, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Päckchen auf Teller geben, leicht öffnen, Pastinaken-Kartoffelstampf dazu anrichten und auf Wunsch mit grob gehackter Petersilie bestreut servieren. Zubereitungszeit, ca. 50 Minuten.
Radicchiotate mit Ziegenkäse. Servieren Sie dazu grünen Salat für eine Tarte Form 0,26 cm bzw. 4 Stücke, 400 Gramm Radicchio, 60 Gramm Zwiebeln plus 200 Gramm Ziegenkäserolle, 3 Zweige Thymian, 2 Eier, 100 Gramm Sahne, Salz, schwarzer Pfeffer, 2 Esslöffel Olivenöl, eine Packung Blätterteig aus dem Kühlregal, 275 Gramm. Außerdem Tarte oder Pizza Form 0,26 cm Fett für die Form auf Wunsch, Thymian für die Garnitur, erstens Backofen auf 220, Klammer auf Umluft 200, Klammer zu, vorheizen, Radicchio putzen, waschen, vierteln, Strunk entfernen und vierteln in 1 bis 2 cm breite Streifen schneiden, Zwiebeln schälen und fein würfeln, Ziegenkäse in ca. 1 cm dicke Scheiben schneiden, Thymian kalt abbrausen, trocken schütteln und Blättchen abzupfen. Eier und Sahne mit Thymianblättchen verquirlen und mit Salz und Pfeffer würzen. Zweitens Öl in Pfanne erhitzen und Zwiebeln darin 3 Minuten bei mittlerer Hitze anschwitzen. Radicchio zugeben und ca. 4 Minuten mitbraten, bis er zusammenfällt. Tarte Form fetten, Blätterteig hineinlegen, mit Gabel mehrmals einstechen und am Rand überschüssigen Teig entfernen, Klammer auf, Esstipp Klammer zu, Radicchio auf Boden verteilen und mit Eiersahne übergießen, mit Käse belegen und ca. 20 Minuten backen, auf Wunsch mit frischem Thymian garniert servieren. Zubereitungszeit, ca. 20 Minuten, 20 Minuten Backzeit pro Stück, ca. 605 Kilokalorien, 2530 Kilojoule, 18 Gramm EW, 23 Gramm KH, 49 Gramm F, 2 BE. Pflaumenpüree mit Mohnjoghurt und gebrannten Mandeln, tolle Kombination für 4 Portionen CD, 0,500 Gramm Pflaumen, 55 Gramm Rohrzucker, 1 Esslöffel Kirschwasser, Klammer auf Alternativ, Wasser Klammer zu, 1 Bourbon-Vanilleschote, 300 Gramm Naturjoghurt, Klammer auf Alternativ, Sojajoghurt Klammer zu, 3 türkische Lire Blaumohn, 2 Esslöffel Ahornsirup, 1 Msp. Zimt 50 Gramm ungeschälte Mandelkerne, außerdem Backpapier 4 Dessertgläser 250 ml. Erstens Pflaumen waschen, halbieren, Kern entfernen und 1 cm groß würfeln. Früchte mit 30 Gramm Zucker und Kirschwasser in Topf geben. Vanilleschote mit spitzem Messer längs aufschlitzen und Mark herauskratzen. Vanillemark und Schote zu Pflaumen geben und alles einmal aufkochen. Bei mittlerer Hitze im geschlossenen Topf ca. 7 Minuten kochen lassen, Deckel entfernen und 5 Minuten weiter köcheln. Pflaumen vom Herd nehmen, Vanilleschote entfernen, Masse pürieren und abkühlen lassen. Inzwischen Joghurt mit Mohn und Ahornsirup vermischen und kalt stellen. Zweitens in kleinem Topf restlichen Zucker mit 25 ml Wasser und Zimt zum Kochen bringen. Mandeln zugeben und bei mittlerer bis starker Hitze unter ständigem Rühren ca. 5 Minuten weiter kochen, bis das Wasser verdampft und sich Zucker um die Mandeln legt. Hitze leicht reduzieren und ca. 2 Minuten weiter rühren, bis Mandeln karamellisieren, Klammer auf, Esstipp Klammer zu. Gebrannte Mandeln auf Backpapier geben und 10 Minuten abkühlen, lassen, Senior Joghurt in Gläser füllen und mit Pflaumenpüree bedecken. Mandeln grob hacken, auf Gläser verteilen und sofort servieren. Haselnuss-Baiser-Kuchen mit Birnen für Gäste für eine Springform 0,26 cm bzw. 8 Stücke 4 Eier, 100 Gramm Rohrzucker, 200 Gramm Dinkelmehl Type 630, 75 Gramm kalte Butter, 800 Gramm reife Birnen, zum Beispiel Abate Fetel, 50 Gramm Haselnusskerne, 100 Gramm Puderzucker, 25 Gramm gemahlene Haselnüsse, 1 Bio-Zitrone, außerdem Springform 0,26 cm Backpapier, Butter und Mehl für die Form, erstens Backofen auf 180, Klammer auf Umluft nicht empfehlenswert, Klammer zu, vorreisen. Springformboden mit Backpapier auslegen, Rand einfetten und mit Mehl bestäuben, für den Boden Eier trennen. Eigelbe mit 80 Gramm Zucker, Mehl und Butter mit den Knethaken des Handrührers zu homogenem Teig verkneten. Mit Händen in Springform drücken, dabei einen 1 cm hohen Rand formen, mit Gabel mehrfach einstechen und ca. 15 Minuten backen.
Inzwischen Birnenschälen halbieren, Kerngehäuse entfernen und Hälften jeweils vierteln. 500 Milliliter Wasser mit restlichem Zucker aufkochen und Birnen darin circa 10 Minuten im offenen Topf köcheln lassen. Austopf nehmen und sehr gut abtropfen lassen. Zweitens Haselnüsse grob hacken, in Pfanne ohne Fett goldbraun rösten und vollständig abkühlen lassen. Eiweiße mit Quirlen des Handrührers sehr steif schlagen, dabei Puderzucker nach und nach einrieseln lassen. Gemahlene Haselnüsse vorsichtig mit Teigspatel unterheben. Zitrone heiß abwaschen, trocken reiben und Schale fein abreiben. Backofen auf 160 reduzieren. Birnenspalten auf Kuchenboden verteilen und Zitronenabrieb darüber streuen. Baiser gleichmäßig auf Kuchen verstreichen und mit Nüssen bestreuen. Kuchen weitere 25 Minuten backen. Zubereitungszeit, ca. 30 Minuten 25 Minuten Backzeit pro Stück, ca. 410 Kilokalorien 1720 Kilojoule 9 Gramm EW 56 Gramm KH 17 Gramm F 4 BE. Apfelmohnmuffins himmlisch herbstlich für 12 Muffins Teig, 200 Gramm säuerliche Äpfel, zum Beispiel Boskop 60 Gramm Margarine 360 Gramm Apfelmus 1 Päckchen Bourbon Vanillezucker 60 Gramm Rohrzucker 1 Prise Salz 2 gestrichene TL Weinstein Backpulver 40 Gramm Blaumohn 220 Gramm Dinkelmehl Type 630 Guss 5 Esslöffel Puderzucker 1 bis 2 Teelöffel Zitronensaft 2 türkische Lire Blaumohn außerdem 12er Muffinform 12 Papierförmchen erstens für den Teig Äpfel schälen vierteln, Kerngehäuse entfernen und 1 cm groß würfeln. Margarine in kleinem Topf zerlassen mit Äpfeln und übrigen Zutaten in Schüssel geben und mit Grohlöffel zügig zu einheitlicher Masse vermischen Klammer auf S-Tipp Klammer zu. 2. Backofen auf 180 Umluft vorheizen. Muffinform mit Förmchen auslegen und Teig darauf verteilen. Muffins auf mittlerer Schiene ca. 25 bis 30 Minuten backen, bis sie leicht gebräunt sind. Aus dem Ofen nehmen und abkühlen lassen. Für den Guss Puderzucker mit Zitronensaft zu dickem Zuckerguss anrühren. Muffins damit bestreichen und mit Mohn bestreuen. Zubereitungszeit, ca. 20 Minuten 30 Minuten Backzeit pro Stück, ca. 194 Kilokalorien 812 Kilojoule 3 Gramm EW 27 Gramm KH 8 Gramm F 2 BE. Gwarnocken mit Walnussmantel und Traubenkompott fruchtig-nussig für 4 Portionen Gwarnocken, 2 Eier 350 Gramm Quark 20% Fett Eater. 150 Gramm Dinkelgris, 4 Esslöffel Rohrzucker, Salz, 50 Gramm Walnusskerne, 40 Gramm Butter, 40 Gramm Vollkornsemmelbrösel, 1 türkische Lira Zimt, Traubenkompott, 400 Gramm kernlose rote Trauben, 100 Milliliter Rotwein, Klammer auf Alternativ, roter Traubensaft, Klammer zu, 1 Esslöffel Rohrzucker, 1 Zimtstange, 2 türkische Lira Stärke, erstens für die Nockeneier. Quarkgris, 2 Esslöffel Zucker und 1 Prise Salz mit Quirlen des Handrührers, verrühren und ca. 30 Minuten quellen lassen. Inzwischen Walnüsse mittelgrob hacken, Butter in Pfanne zerlassen, Semmelbrösel Walnüsse restlichen Zucker und Zimt, darin bei mittlerer Hitze ca. 3 Minuten anrösten und zur Seite stellen. Zweitens für das Kompott Trauben waschen und längs halbieren, Rotwein mit Zucker und Zimtstange erhitzen. Trauben zufügen und ca. 5 Minuten bei mittlerer Hitze köcheln lassen. Stärke mit 1 Esslöffel kaltem Wasser vermischen, in Kompott einrühren und dieses ca. 1 Minute weiter köcheln lassen, bis es andickt. Zimtstange entfernen und Kompott abkühlen lassen. Drittens für die Nocken in breitem Topf Wasser zum Kochen bringen. Mit 2 feuchten Esslöffeln aus Quarkmasse 12 Nocken formen und diese vorsichtig ins kochende Wasser gleiten lassen. Temperatur etwas reduzieren, aufgestiegene Nocken noch ca. 5 Minuten im siedenden Wasser ziehen lassen mit einem Schaumlöffel herausholen, gut abtropfen und etwas abkühlen lassen. Quarknocken in Nussbröseln wälzen, diese gegebenenfalls etwas andrücken.
Kompott auf 4 Dessertteller verteilen, je 3 Quarknocken darauf anrichten, gegebenenfalls restliche Nussbrösel darüber streuen und sofort servieren. Zubereitungszeit, ca. 30 Minuten. 30 Minuten Wartezeit pro Portion, ca. 566 Kilokalorien, 2370 Kilojoule, 24 Gramm EW, 71 Gramm KH, 18 Gramm F6BE. Auch lecker, zu den Nocken passt auch gut ein Kompott aus Pflaumen. Süßkartoffeln mit Zwiebelfencheltopping. Servieren Sie dazu Salat für 4 Portionen. 4 große Süßkartoffeln, ca. 350 Gramm Salz, 2 Knoblauchzehen, 100 Gramm Zwiebeln, 600 Gramm Fenchel, 1 Esslöffel Kokosöl, Klammer auf Alternativ, Bratöl, Klammer zu, schwarzer Pfeffer, 1 Viertel Teelöffel Chilipulver, 100 Gramm Gruy und E am Stück. Erste Süßkartoffeln, waschen und mit Schale in ausreichend Salzwasser ca. 30 Minuten gar kochen. Inzwischen Knoblauch und Zwiebeln schälen. Zwiebeln halbieren und in ca. 2 mm dicke Scheiben schneiden. Fenchel putzen, Fenchelgrün waschen, fein hacken und zur Seite legen. Knollen waschen, halbieren, Strunk entfernen und quer in ca. 2 mm dicke Scheiben schneiden. Kokosöl in Pfanne erhitzen und Zwiebeln ca. 2 Minuten bei mittlerer Hitze anschwitzen. Fenchel zugeben und ca. 7 Minuten unter gelegentlichem Wenden mit anschwitzen. Nach 5 Minuten Knoblauch dazu pressen. Gemüse mit Chili würzen und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Zweitens Grill, Klammer auf Alternativ, Oberhitze, Klammer zu, des Backofens auf 200 vorreisen. Süßkartoffeln schälen, längs halbieren und auf mit Backpapier belegtes Backblech setzen. Käse grob reiben. Gemüse gleichmäßig auf Süßkartoffelhälften verteilen, Käse darüber streuen und ca. 5 bis 10 Minuten unter dem Grill überbacken, bis Käse verlaufen ist. Mit Fenchelgrün garniert servieren. Zubereitungszeit, ca. 40 Minuten. 10 Minuten Wartezeit pro Portion, ca. 544 Kilokalorien, 2280 Kilojoule, 15 Gramm EW, 90 Gramm KH, 13 Gramm F7BE. Für 4 Portionen 800 Gramm Wirsing plus 400 Gramm Lauch, 2 Knoblauchzehen, 2 Esslöffel Bratöl plus 200 Gramm Sahne und Salz und schwarzer Pfeffer, 1 Prise Muskat plus 1 Esslöffel körniger Senf plus 2 Esslöffel Butter plus 800 Gramm Schupfnudeln aus dem Kühlregal, 100 Gramm alter Gouda am Stück plus 30 Gramm Walnusskerne. Erstens Wirsing putzen. Vierteln waschen, vom Strunk befreien und in 1 cm breite Streifen schneiden. Lauch putzen, der Länge nach halbieren, waschen und in 1 cm dicke Halbringe schneiden. Knoblauch schälen und in feine Scheiben schneiden. Öl in großem Topf erhitzen, Wirsing, Lauch und Knoblauch zugeben und ca. 6 Minuten kräftig anbraten. Sahne zufügen mit Salz, Pfeffer, Muskat sowie Senf, abschmecken und bei kleiner Hitze ca. 6 Minuten köcheln. Zweitens inzwischen Butter in großer Pfanne zerlassen und Schupfnudeln ca. 6 Minuten, goldbraun anbraten. Käse grob reiben, Walnüsse grob hacken. Schupfnudeln mit Wirsinggemüse auf Teller portionieren und mit Gouda sowie Walnüssen, bestreut servieren. Zubereitungszeit, ca. 30 Minuten pro Portion, ca. 715 Kilokalorien, 2990 Kilojoule, 25 Gramm EW, 57 Gramm KH, 42 Gramm F5BE. Auch lecker, servieren Sie statt Schupfnudeln Gnocchi oder Bratkartoffeln zum Wirsinglauchgemüse. Rekierte mit weißen Bohnen, Möhren und Petersilienöl, tolle Kombination für 4 Portionen. 400 Gramm Rekierte, Klammer auf Alternativ, kurze Nudeln, Klammer zu, Salz, 50 Gramm Zwiebeln, 4 Knoblauchzehen, 250 Gramm Möhren, 350 Gramm Tomaten, 1 Bund glatte Petersilie, 10 Esslöffel Olivenöl, schwarzer Pfeffer, 2 Gläser weiße Bohnen, 240 Gramm Abtropfgewicht plus 50 Milliliter trockene Weißwein, 100 Milliliter Gemüsebrühe, 1 Esslöffel Butter auf Wunsch,
4 Stiele Petersilie, außerdem Spiegelschneider, Klammer auf, S-Tipp, Klammer zu, erstere kehrte nach Packungs Anleitung in ausreichend Salzwasser al dente kochen, Zwiebeln und Knoblauch schälen und in feine Scheiben schneiden. Möhren schälen und mit Spiralschneider in feine Spiralen schneiden, Tomaten waschen, vierteln, Stielansätze entfernen und 1,5 cm groß würfeln. Petersilie kalt abbrausen, trocken schütteln und Blätter abzupfen. In Mixbehälter geben, mit 8 Esslöffel Olivenöl pürieren und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Zweitens restliches Öl in großer Pfanne erhitzen. Zwiebeln, Knoblauch und Möhren ca. 1 bis 2 Minuten unterrühren anschwitzen. Tomaten zufügen und 2 bis 3 Minuten mit anschwitzen. Bohnen in Sieb abgießen, kalt abspülen und ebenfalls in Pfanne geben. Mit Weißwein sowie Gemüsebrühe ablöschen und ca. 5 Minuten köcheln lassen. Butter unterrühren und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Orikierte mit Soße vermischen und auf Teller portionieren. Mit Petersilienöl beträufelt und auf Wunsch mit Petersilienblättchen bestreut servieren. Kürbis-Chili-Soße würzig lecker zu Reisgerichten und gebratenem Tofu. Für 2 Gläser 250ml, für 1 Glas 750ml, 700 Gramm Hokkaido-Kürbis, 250ml Orangensaft, 1,5 Teelöffel schwarze Pfefferkörner, 1 Viertel Teelöffel Chili-Pulver, 1/ZTL mildes Currypulver, 75ml Apfelessig, 100 Gramm Rohrzucker, Salz, außerdem 1 Glas 750ml. Erstens Kürbis waschen, putzen, halbieren, Kerne und faseriges Gewebe entfernen, Hälften in 1 cm dicke Spalten schneiden und diese in 1 cm große Stücke schneiden. Zusammen mit Orangensaft ca. 20 Minuten bei mittlerer Hitze im geschlossenen Topf weich kochen, im Topf fein pürieren. Zweitens Pfefferkörner im Mörser grob zerstoßen und mit Chilipulver, Curryessig sowie Zucker unter Kürbispüree mischen. Unterrühren, weitere 5 Minuten bei schwacher Hitze offen köcheln lassen, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Mit Salz abschmecken und noch heiß in sauberes Glas füllen, Klammer auf S-Infokasten Seite 52, Klammer zu. Gut verschließen, auf den Deckel drehen und auskühlen lassen. Im Kühlschrank hält sich die Kürbis-Chili-Soße ca. 4 bis 6 Wochen. 500 Gramm Pflaumen, 60 Gramm Zwiebeln, eine türkische Lira Ingwerpulver, Klammer auf, alternativ, ein Haselnuss großes Stück fein geriebener Ingwer, Klammer zu, 4 türkische Lira Senfpulver, Klammer auf, alternativ, 3 türkische Lira gelbe Senfkörner, S-Tipp, Klammer zu, 1 Esslöffel dunkler Balsamico Essig, 75 Gramm Rohrzucker, 100 ml roter Traubensaft, 4 Esslöffel körniger Senf, Klammer auf, alternativ, mittelscharfer Senf, Klammer zu, Salz, schwarzer Pfeffer, außerdem 2 Schraubgläser 250ml. Erstens Pflaumen waschen, längs halbieren und Kerne entfernen. Zwiebeln schälen und fein würfeln. Pflaumen und Zwiebeln in großen Topf geben, mit Ingwer und Senfpulver, Essig, Zucker sowie Traubensaft vermischen und aufkochen. Circa 7 Minuten im geschlossenen Topf, dann 10 Minuten offen köcheln lassen. Gelegentlich umrühren. Zweitens Masse fein pürieren, Senf unterrühren und weitere 15 Minuten bei schwacher Hitze unterrühren zu dicklichem Püree einkochen, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Pflaumen Balsamico Senf noch heiß in saubere Schraubgläser, Klammer auf, S-Infokasten Seite 52, Klammer zu, füllen, gut verschließen, auf den Deckel drehen und auskühlen lassen. Im Kühlschrank hält sich der Senf verschlossen ca. 2 Monate. Geöffnet innerhalb von 2 Wochen aufbrauchen. Zubereitungszeit, ca. 40 Minuten pro Glas, ca. 332 Kilokalorien, 1390 Kilojoule, 4 Gramm EW, 75 Gramm KH, 2 Gramm F, 6 BE. Grünkernlauchgratin mit Haselnussfetta-Kruste würzig, für 4 Portionen 250 Gramm Grünkern, 40 Gramm Haselnusskerne, Klammer auf, alternativ, Sonnenblumenkerne, Klammer zu, 1,1 Kilogramm Lauch, eine Knoblauchzehe, 1 Esslöffel Butter, Salz und schwarzer Pfeffer und gemahlener Kümmel, Muskat-Ess, 200 Gramm Schmand, 200 Gramm Feta, außerdem
1/2 Bund Petersilie für die Garnitur. Erstens Grünkern in Sieb kalt abbrausen, abtropfen lassen, in 500 ml Wasser kurz aufkochen und ca. 30 Minuten im geschlossenen Topf auf kleiner Stufe köcheln lassen. Anschließend in Sieb abgießen. 2. Inzwischen Haselnusskerne grob hacken und zur Seite stellen. Lauchputzen längs halbieren, waschen und in 0,5 cm dicke Halbringe schneiden. Knoblauch schälen. Butter in großer, hoher Pfanne zerlassen. Lauch zugeben und bei mittlerer Hitze ca. 3 Minuten anbraten. Knoblauch dazu pressen, Grünkern zufügen und eine Minute mit anbraten. Mit Salz und Pfeffer kräftig würzen und mit Kümmel und Muskat abschmecken. Drittens Backofen auf 200, Klammer auf Umluft 180, Klammer zu, vorheizen. Grünkernlauchmasse in Auflaufform geben und Schmandteelöffelweise darauf verteilen. Haselnusskerne darüber streuen. Feta mit Gabel fein zerbröseln und ebenfalls darüber verteilen. Gratin ca. 25 Minuten goldbraun backen. Petersilie kalt abbrausen, trocken schütteln, Blättchen abzupfen und grob hacken. Auflauf damit bestreuen und servieren. Zubereitungszeit 40 Minuten 25 Minuten Backzeit pro Portion, ca. 646 Kilokalorien 2710 Kilojoule 24 Gramm EW 51 Gramm KH 38 Gramm F 4 BE. Grünkohl Avocado Wrap mit Kichererbsencreme und Fenchelgrünes Powerpaket für 4 Portionen 200 Gramm junge Grünkohl, Klammer auf Alternativ, Babyspinat, Klammer zu, 2 türkische Lire Limettensaft, 1 türkische Lira Olivenölsalz, schwarzer Pfeffer E 250 Gramm Fenchel, 1 Knoblauchzehe-4 ein Glas, Kichererbsen E 240 Gramm Abtropfgewicht 1 gehäufter EL-Tein, Klammer auf Sesamus, Klammer zu, x1/2 TL Kreuzkümmel 1 große Avocado 4100 Gramm Feta 4 Weizen Tortillas ca. 0,25 cm. Erstens Grünkohl putzen, Blätter vom Stiel zupfen, waschen, abtropfen lassen, in feine Streifen schneiden und in Schüssel geben. 1/2 Teelöffel Limettensaft und Öl zugeben, salzen, pfeffern und mit Händen kurz durchkneten. Fenchel putzen, Fenchelgrün waschen, fein hacken und zur Seite legen. Knollen waschen, halbieren, Strunk entfernen und Hälften quer in 2 mm dicke Scheiben schneiden oder hobeln. Zweitens Knoblauch schälen, Kichererbsen abgießen und kalt abbrausen, zusammen mit Knoblauch, restlichem Limettensaft, Thein, Kreuzkümmel und 4 bis 5 Esslöffel Wasser fein pürieren. Creme mit Salz würzig abschmecken. Avocado halbieren, Kern entfernen, Fruchtfleisch mit Löffel aus Schale herausheben und in 3 mm breite Streifen schneiden. Feta mit Gabel fein zerkrümeln. Drittens Tortillafladen nach und nach in heiße Pfanne ohne Fett von beiden Seiten erwärmen. Mit je 14 der Creme bestreichen und Grünkohl darauf verteilen. Avocado und Fenchel mittig darauf legen, Feta und Fenchelgrün darüber streuen, fest einrollen und Wraps auf Wunsch schräg halbiert servieren. Zubereitungszeit, ca. 35 Minuten pro Portion, ca. 349 Kilokalorien, 1460 Kilojoule, 14 Gramm EW, 30 Gramm KH, 19 Gramm F, 2 BE. Für 4 Portionen 8 Uhr, 30 Gramm TK Erbsen plus 160 ml Gemüsebrühe Salz plus 80 Gramm Bulgur S 40 Gramm Walnusshälften plus 50 Gramm Zwiebeln 1 Knoblauch, Zehe 160 Gramm Champignons E 1 Esslöffel Butter 2 Esslöffel feine Haferflocken 2 Eier 60 Gramm Weizenmehl Type 405 schwarzer Pfeffer 4 2 Esslöffel Olivenöl und außerdem 350 Gramm Fleischtomaten 4 eine Avocado E größer als 75 Gramm Sprossen, zum Beispiel Alfalfa 4 Sesambrötchen 4 Scheiben Cheddar E Paragraph 2 Esslöffel Tomatenketchup E 2 Esslöffel Mayonnaise 4 Backpapier erstens für die Burgererbsen auftauen lassen. Gemüsebrühe aufkochen, Salz und Bulgur zugeben und im geschlossenen Topf auf ausgeschalteter Herdplatte 10 Minuten quellen lassen. Inzwischen Nüsse fein hacken, Zwiebeln und Knoblauch schälen und fein würfeln,
Champignons putzen, mit feuchtem Tuch säubern, trockene Stielenden abschneiden und achteln. Butter in große Pfanne zerlassen. Zwiebeln, Knoblauch und Pilze zugeben und ca. 5 Minuten bei hoher Hitze anbraten. Etwas abkühlen lassen, salzen und fein pürieren. In feines Sieb geben und Flüssigkeit mit Löffel etwas ausdrücken. Zweitens Backofen auf 180, Klammer auf Umluft 160, Klammer zu, vorheizen. Pilzmasse, Bulgur in großer Schüssel mit Nüssen, Erbsen, Haferflocken, Herm und Mehl gut vermischen. Gegebenenfalls weiteres Mehl zugeben, leicht klebrige aber formbare Masse entsteht. Sehr kräftig Salz und Pfeffer abschmecken und 4 Burger 0,10 cm nennen. Backblech mit Backpapier auslegen und Burger darauf zieren. Circa 15 Minuten backen, wenden und weitere Minuten backen. Zwischen Tomaten waschen, halbieren, Stielansätze, entnehmen und in circa 0,5 cm dicke Scheiben schneiden. Avocado-Perlen entkernen, Fruchtfleisch mit Löffel aus Schale heraus, ein und ebenfalls in ca. 0,5 cm dicke Scheiben schneiden. Senf kalt abbrausen und abtropfen lassen. In große Pfanne erhitzen und Burger von beiden Seiten, la Hitze ca. 2 bis 3 Minuten goldbraun anbraten. Brötchen essen und auf Wunsch toasten. Untere Hälften mit Mayonnaise streichen und mit heißem Burger Käse Tomate, -7 = 23 und Sprossen belegen. Obere Hälften mit Ketchup, Brötchen zusammensetzen und sofort servieren. Eitungszeit, ca. 45 Minuten 15 Minuten Wartezeit Theon, ca. 561 Kilokalorien 2350 Kilojoule 20 Gramm EW 48 Gramm KH 32 Gramm F 4 BE. Spitzkohl Kichererbsengemüse mit Basmati Reis indisch inspiriert für 4 Portionen 250 Gramm Basmati Reis 1 Kilogramm Spitzkohl 100 Gramm getrocknete Tomaten in Öl 1 Knoblauchzehe 2 türkische Lire Kokosöl Klammer auf alternativ 1 Esslöffel Bratöl Klammer zu 2 türkische Lire Kreuzkümmelsamen 2 Esslöffel Tomatenmark 3 Stiele Petersilie 1 Glas Kichererbsen 240 Gramm Abtropfgewicht 1 Dose Kokosmilch 400 ml Salz schwarzer Pfeffer kleiner als 2 Esslöffel Zitronensaft Chilipulver erstens Reis nach Packungsanleitung zubereiten. Inzwischen Spitzkohl waschen, vierteln, Strunk entfernen und Viertel in 1,5 cm breite Streifen schneiden. Tomaten abtropfen lassen und in 0,5 cm breite Streifen schneiden. Knoblauch schälen. Öl in großem Topf erhitzen und Kreuzkümmel darin ca. 1,5 Minute bei mittlerer Hitze vorsichtig rösten, bis er duftet. Tomatenmark zugeben und mit Kreuzkümmel vermischen. Spitzkohl und Tomatenstreifen zufügen und für eine Springform A0 26 Gramm bzw. 8 Stücke Teig, 200 Gramm Dinkelmehl Type 630 50 Gramm gemahlene Mandeln Salz 100 Gramm, kalte Butterfüllung, 800 Gramm Butternutkürbis 3 Zweige Rosmarin 2 Orangen 3 Eier 200 Gramm Schmand 2 Esslöffel, Ahornsirup schwarzer Pfeffer 2 Prisen Muskat 200 Gramm Feta außerdem, Frischhaltefolie Springform 0,26 cm Butter für die Form auf Wunsch, 1-2 Rosmarin für die Garnitur erstens für den Teig Mehl Mandeln und 1,5 Teelöffel Salz mischen, Butter 1 cm groß würfeln und mit den Händen zügig unter Mehlmischung kneten, 50 ml kaltes Wasser zugeben, zu glattem Teig verkneten und in Frischhaltefolie gewickelt ca. 30 Minuten kühlstellen. 2. Inzwischen für die Füllung Kürbisvierteln faseriges Gewebe und Kerne entfernen, schälen und 1 cm groß würfeln. Rosmarin kalt abbrausen, trockenschütteln, Nadeln abzupfen und fein hacken. Orangen filetieren und Saft auffangen. Eier in Schüssel mit Quirlen des Handrührers verquirlen und mit Schmand Ahornsirup und aufgefangenem Orangensaft glatt rühren. Rosmarin zugeben kräftig salzen, pfeffern und mit Muskat würzen. Feta mit Gabel fein zerbröseln. Drittens Backofen auf 180, Klammer auf Umluft 160, Klammer zu, vorheizen.
Vom fetten Bundteig gleichmäßig mit Händen hineindrücken, dabei einen ca. 2 bis 3 cm hohen Rand formen. Orangenfilets unter Kürbiswürfel mischen und gleichmäßig auf Teig verteilen. Eiersahne darüber gießen, Feta darüber streuen und ca. 60 Minuten backen. Vor dem Anschneiden etwa 15 Minuten ruhen lassen und auf Wunsch mit fein gehacktem Rosmarin bestreut, servieren. Zubereitungszeit, ca. 40 Minuten 60 Minuten Backzeit 15 Minuten Wartezeit pro Stück, ca. 429 Kilokalorien 1800 Kilojoule 13 Gramm EW 27 Gramm KH 30 Gramm F2BE auch lecker, bröseln Sie statt Feta 200 Gramm Ziegenfrischkäse auf die Quiche. Für 4 Portionen Pfannkuchen, 700 Gramm Hokkaido-Kürbis, 3 Eier, 150 Milliliter Milch, 160 Gramm Dinkelmehl Type 630, eine türkische Lira Weinsteinbackpulver, Salz, schwarzer Pfeffer, eine Prise Muskat, 4 Esslöffel Bratöl, Quark, 2 bunt gemischte Kräuter, zum Beispiel Schnittlauch, Dill oder Petersilie, 500 Gramm Magerquark, 100 Milliliter Sprudelwasser, Salat, 1 Lolo Rosso, 2 Esslöffel Kürbiskernöl, 2 Esslöffel Olivenöl, 2 Esslöffel dunkler Balsamico Essig, eine türkische Lira, mittelscharfer Senf, eine türkische Lira Waldhonig, auf Wunsch, 2 Stiele Dill, erstens Kürbis waschen, putzen, halbieren, faseriges Gewebe und Kerne entfernen und 2 cm groß würfeln. In kleinem geschlossenem Topf mit wenig Wasser ca. 15 Minuten gar kochen, abgießen und gut abtropfen lassen, mit Kartoffelstampfer oder Gabel fein zerdrücken und etwas abkühlen. Für 4 Portionen 350 Gramm Hokkaido-Kürbis, 475 Gramm Vollkornkekse, 150 Gramm Frischkäse, 4 bis 5 Esslöffel Ahornsirup, 4 bis 1 Viertel Teelöffel Zimt 2 Msp. Gemahlener Ingwer 100 Gramm Schlagsahne 4 eine türkische Lira Bourbon Vanillezucker oh, außerdem 4 Dessertgläser ca. 250 Milliliter Kürbis waschen halbieren putzen faseriges Gewebe und Kerne entfernen und 2 cm groß würfeln mit wenig Wasser im geschlossenen Topf ca. 15 Minuten gar kochen abgießen und gut abtropfen lassen mit Kartoffelstampfer oder Gabel fein zerdrücken und abkühlen lassen. Zweitens, inzwischen Kekse mit Händen mittelfein zerkrümeln, Klammer auf S-Tipp Klammer zu, Frischkäse mit Ahornsirup cremig rühren, Kürbispüree, Zimt und Ingwer zugeben und alles gut verrühren, Sahne mit Vanillezucker steif schlagen. Drittens, Keksbrösel auf Gläser verteilen, dabei 2 türkische Lire zurückbehalten, je ein Viertel der Kürbismasse auf Brösel schichten und mit Sahnehaube abschließen, Klammer auf S-Tipp Klammer zu. Mit restlichen Keksbröseln bestreut servieren. Zubereitungszeit, ca. 30 Minuten pro Portion, ca. 330 Kilokalorien, 1380 Kilojoule, 7 Gramm EW, 22 Gramm KH, 24 Gramm F2BE. Pancakes mit Birnensalat und fruchtiger Vinaigrette leicht und lecker für 4 Portionen Salat, 30 Gramm Pecannüsse, 2 Esslöffel Orangensaft, 4 Esslöffel Ahornsirup, 1 Esslöffel weißer Balsamico Essig, 4 Esslöffel Olivenöl, Salz, Pfeffer, 250 Gramm Pflücksalat, 400 Gramm Birnenpancakes, 30 Gramm Butter, 2 Eier, 4300 Milliliter Milch, Klammer auf Alternativ, Mandelmilch, 250 Gramm Dinkelmehl Type 630 E, 1,5 Esslöffel Rohrzucker, eine türkische Lira Backpulver, 1,5 Teelöffel Natron, eine Prise Salz, außerdem, 1 Esslöffel Bratöl, erstens für den Salat Pecannüsse grob hacken und in Pfanne ohne Fett rösten, bis sie duften. In kleiner Schüssel Orangensaft, Ahornsirup, Essig und Öl, glatt rühren und mit Salz und Pfeffer kräftig würzen, Salat waschen und gut abtropfen lassen, Birne waschen und vierteln, Kerngehäuse entfernen und in ca. 0,5 cm breite Spalten schneiden. Zweitens für die Pancakes Backofen auf 100, Klammer auf Umluft 80, Klammer zu, vorreisen, Butter zerlassen. Eier mit Schneebesen verquirlen, Milch unterrühren und geschmolzene Butter untermischen. Mehl mit Zucker, Backpulver, Natron und Salz in Schüssel mischen.
Butterei-Milchmischung zugeben und zügig mit Schneebesser glatt rühren. Große Pfanne etwas mit Öl einpinseln und nach 8 kleine Pfannkuchen von ca. 0,10 cm von jeder Seite ca. 3 bis 4 Minuten backen. Im Backofen warm halten, bis alle Pfannkuchen fertig sind. Drittens Salat mit Hälfte des Dressings mischen, auf je 2 Pancakes anrichten, Birnen darauf verteilen, mit Nüssen bestreuen und mit restlichem Dressing geträufelt servieren. 150 Gramm Möhren, 200 Gramm Zucchini, 150 Gramm Staudensellerie mit Grün, 150 Gramm Tomaten, 150 Gramm Champignons, 50 Gramm Zwiebeln, 2 Knoblauchzehen je 1,5 und Thymian, Basilikum, Petersilie und Oregano, 5 Salbeiblätter, 4 Esslöffel Olivenöl, 3 Esslöffel Weißweinessig, 150 Gramm Salz, 50 Gramm Montello, am Stück, Klammer auf Bioladen, Klammer zu, außerdem, 4 Gläser, 200 Milliliter, erstens Möhren schälen, Zucchini waschen, putzen, beides längs halbieren und Hälften in 1 cm dicke Stücke schneiden, Staudensellerie waschen, putzen und in 2 cm dicke Stücke schneiden. Tomaten waschen, halbieren, Stielansatz entfernen und grob würfeln. Pilze putzen, mit feuchtem Tuch säubern, trockene Stielenden abschneiden und je nach Größe halbieren oder vierteln. Zwiebeln schälen und achteln. Knoblauch schälen und vierteln. Kräuter kalt abbrausen, trocken schütteln und Blättchen sowie feine Stiele abzupfen. Zweitens 2 Esslöffel Olivenöl in großem, hohem Topf erhitzen und Möhren und Sellerie darin bei mittlerer Hitze ca. 3 Minuten kräftig anbraten. Zucchini zufügen und weitere 3 Minuten mit anbraten. Gemüse herausnehmen und zur Seite stellen. Restliches Olivenöl in gleichem Topf erhitzen, Pilze mit Zwiebeln und Knoblauch ca. 2 Minuten darin anschwitzen und 1 Esslöffel Wasser zugeben. Tomaten und Kräuter zufügen und eine Minute mitköcheln lassen. Anschließend restliches Gemüse zufügen. Alles miteinander vermischen. Essig 150 ml Wasser und Salz zugeben und im halboffenen Topf bei mittlerer Hitze ca. 20 Minuten unter gelegentlichem Rühren einkochen. Masse fein pürieren. In Zwieschen Montello sehr fein reiben und am Ende unter fertige Masse rühren. Heiß in saubere Gläser abfüllen, sofort gut verschließen, abkühlen lassen und im Kühlschrank. Eingesalzene Gemüsebrühe gelingt leicht für ca. 4 Gläser 250 ml, 250 Gramm Möhren, 250 Gramm Knollensellerie, 250 Gramm Lauch, 150 Gramm Staudensellerie mit Grün, 50 Gramm Zwiebeln, 1,5 und glatte Petersilie, 3 Stiele Liebstöckel, 200 Gramm Salz außerdem. 4 Gläser 250 ml erstens Möhren und Sellerie schälen und in 2x3 cm große Stücke schneiden. Lauch putzen, der Länge nach halbieren, waschen und Hälften in 3 cm dicke Halbringe schneiden. Staudensellerie waschen, putzen und ebenfalls in 2 bis 3 cm dicke Stücke schneiden. Zwiebeln schälen und vierteln. Petersilie und Liebstöckel kalt abbrausen, trocken schütteln und Blättchen und feine Stiele abzupfen. Zweitens alle Zutaten bis auf Salz in der Küchenmaschine, Klammer auf alternativ, nach und nach im Blitzhacker Klammer zu, sehr fein zerkleinern, so dass eine körnige Masse entsteht. In großer Schüssel mit Salz mischen und mit Händen gut verkneten. Circa 10 Minuten etwas Flüssigkeit ziehen lassen und noch einmal sorgfältig vermischen. Masse in saubere Gläser abfüllen, dabei mit Löffel so ins Glas drücken, dass keine Hohlräume entstehen, im Kühlschrank aufbewahren. Zubereitungszeit, ca. 30 Minuten. Crispelle mit Pfifferlinlauchfüllung, 4 Portionen Eftelle, 220 ml Milch, 2 Eier, 160 Gramm Dinkelmehltype, 630 2 Esslöffel Bratölfüllung, 1 Knoblauchzehe, 400 Gramm Lauch, E-Chilischote, 125 Gramm Kirschtomaten, 400 Gramm Pfifferlinge, E-Bratöl, 200 Gramm Schmand schwarzer Pfeffer, 1 Prise Ed, 100 Gramm geriebener Emmentaler außerdem, Butter E-Form unterstrich 7.1 E-Crispelle Milch und Eier mit Quirlen des Handrührers ihren Mehl und Salz zugeben und zu glattem Teig unterstrich N abgedeckt zur Seite stellen. Für die Füllung Knob-Estznellen und Feinwürfeln.
Lauch putzen, längs halbieren und in 1 cm dicke Halbringe schneiden. Chilischote längs halbieren, Kerne entfernen und fein würfeln. Naschen und halbieren. E-Pfanne nach und nach je 1,5 Esslöffel Öl erhitzen, 4 Chris unterstrich, zacken und zur Seite stellen. Pfifferlinge putzen, mit säubern Klammer auf S-Tipp Klammer zu, und große Exemplare der Länge E-1 oder Vierteln. Drittens Backofen auf 200, Klammer auf Umluft 180, Klammer zu, vorheizen. Weiter für die Füllung in gleicher Pfanne Öl erhitzen und Lauch, darin ca. 3 Minuten bei hoher Hitze anbraten. Pilze, Chili und Knoblauch, zugeben und weitere 5 Minuten anbraten. Schmand und herrühren und mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken. Viertens große Auflaufform fetten. Lauchpilzmischung und Tomaten auf Crispbälle verteilen, zuklappen und leicht überlappend in Form legen. Emmentaler da überstreuen und ca. 20 Minuten überbacken. Zubereitungszeit, ca. 55 Minuten 20 Minuten Backzeit pro Portion, ca. 586 Kilokalorien 2450 Kilojoule 23 Gramm EW 36 Gramm KH 39 Gramm F 3BE. Champignon-Cremesuppe mit Cranberry-Pilz-Topping und Sherry-Sahne. Servieren Sie dazu Vollkornbrot für 4 Portionen Suppe, 20 Gramm, getrocknete Steinpilze je 150 Gramm braune und weiße Champignons, 60 Gramm Zwiebeln, 100 Gramm mehlig kochende Kartoffeln, 1 Esslöffel Butter, 400 Milliliter Gemüsebrühe, 150 Gramm Sahne, 2 türkische Lire Zitronensaft, Salz, schwarzer Pfeffer-Topping. 100 Gramm Champignons, 1 Esslöffel Bratöl, 50 Gramm, getrocknete Cranberries, 1 türkische Lira Rohrzucker, 1 türkische Lira Butter, 50 Gramm Sahne, 2 Esslöffel Sherry auf Wunsch, 3 Stiele Petersilie. Erstens für die Suppe Steinpilze in 400 Milliliter Wasser, 20 Minuten einweichen. Inzwischen Champignons putzen, mit feuchtem Tuch säubern und trockene Stielenden abschneiden. Pilze vierteln und zur Seite stellen. Zwiebeln schälen und fein würfeln. Kartoffeln schälen und in 1 cm große Würfel schneiden. Butter in Pfanne zerlassen und Zwiebeln darin bei mittlerer Hitze ca. 3 Minuten anschwitzen. Champignons und Kartoffeln zugeben und 1 Minute mit anschwitzen. Steinpilze mit Einweichwasser zufügen. Gemüsebrühe und Sahne angießen, Suppe aufkochen und bei mittlerer Hitze ca. 20 Minuten köcheln lassen. Suppe pürieren und mit Zitronensaft, Salz und Pfeffer abschmecken. Zweitens inzwischen für das Topping Champignons putzen, mit feuchtem Tuch säubern und trockene Stielenden abschneiden. Pilze in 3 mm dicke Scheiben schneiden. Öl in Pfanne erhitzen, Champignonscheiben ca. 3 Minuten bei hoher Hitze darin anbraten, mit Salz würzen und zur Seite stellen. Cranberries fein hacken, zu Pilzen geben und ca. 2 bis 3 Minuten bei mittlerer Temperatur mitbraten. Sahne mit einer Prise Salz halb steif schlagen und dabei Sherry nach und nach zugießen. Suppe auf 4 Teller verteilen und mit Sherry-Sahne Champignonscheiben und Cranberries anrichten. Auf Wunsch mit klein gehackter Petersilie garniert servieren. Polenta-Pilz-Pizza mit rote Bete-Reduktion. Servieren Sie dazu Feldsalat für 4 Portionen Polenta, 10 Gramm, getrocknete Steinpilze, 80 Gramm Parmesan am Stück, Salz, 200 Gramm Polenta, schwarzer Pfeffer und Belag, 125 Gramm Mozzarella, 70 Gramm Zwiebeln, 150 Gramm Kräuterseitlinge, 250 Gramm Austernpilze, 2 Esslöffel Olivenöl, 5 Zweige Thymian und schwarzer Pfeffer. Reduktion, 200 ml rote Betesaft, 100 ml Apfelsaft, 1 Esslöffel milde Sojasauce, zum Beispiel Shoyu, 1 türkische Lira dunkler Balsamico Essig, 3 Esslöffel Olivenöl, außerdem Backpapier auf Wunsch, 1 bis 2 Zweige Thymian. Erstens für die Polenta Steinpilze, in 800 ml warmem Wasser ca. 15 Minuten einweichen. Parmesan fein reiben. Inzwischen für den Belag Mozzarella 1 cm groß würfeln. Zwiebeln schälen und in ca. 3 mm dicke Ringe schneiden. Pilze putzen, mit feuchtem Tuch säubern und trockene Stielenden abschneiden.
Austernäulze längs in 2 cm breite Streifen und Kräuterseitlinge längs in cm dicke Scheiben schneiden. Zweitens weiter für die Polenta Steinpilze abgießen, dabei ein Weichwasser auffangen und in großen Topf geben. Steinpilze feinacken und wieder zugeben. Polenta mit Schneebesen zügig unterstrichet errühren, salzen und aufkochen. Auf ausgeschalteter Herdste unterrühren ca. 10 Minuten ausquellen lassen. Zwischen Backofen auf 200, Klammer auf Umluft 180, Klammer zu, vorheizen. Große Pfanne erhitzen und Zwiebeln sowie Pilze darin Minuten bei hoher Hitze anbraten. Thymian kalt abbrau, trocken schütteln, Blättchen abzupfen, zugeben, mit Salz, Pfeffer abschmecken und vom Herd nehmen. Eckblech mit Backpapier belegen. Hälfte des Parmesans, Polenta rühren und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Circa 1 cm dick und circa 35 x 25 cm groß aufs Backblech nennen, restlichen Parmesan auf Polenta streuen, Pilze da zerteilen und mit Mozzarella belegen, circa 20 Minuten klarer Schiene backen, Schen für die Reduktion, rote Beete und Apfelsaft in Opf bei großer Hitze circa 15 Minuten auf etwa 5 Esslöffel 1/5 Foggia Soße und Essig zufügen. Pizza aus Ofen nehmen, Herren und mit rote Beete Reduktion beträufeln. Auf, mit Thymianblättchen garniert servieren. Für 4 Portionen 1 Kilogramm Pastinaken, Klammer auf S-Tipp Klammer zu, 4 Esslöffel Olivenöl, 1 türkische Lira mildes Currypulver, 1 türkische Lira Paprikapulver, Rosenscharf Salz, schwarzer Pfeffer, 4 Esslöffel Polenta Ketchup, 500 Gramm, rote Beete Klammer auf vakuumiert Klammer zu, 120 Gramm Zwiebeln, 2 Esslöffel Olivenöl, 80 Milliliter Rotweinessig gleich, 80 Gramm Rohrzucker, 1 türkische Lira gemahlene Koriander, 1,5 Teelöffel gemahlene Piment, 1 Esslöffel mittelscharfer Senf, Backpapier, 2 Backbleche C größer als ein Einmachglas, ca. 500 ml. Erstens Backofen auf 200 Umluft vorheizen, Pastinaken schälen und in ca. 6 cm lange und 1 cm dicke Stifte schneiden. Öl in Schüssel mit Curry und Paprikapulver verrühren, Pastinaken zugeben und gut mischen. Kräftig salzen und pfeffern, Polenta zugeben und vorsichtig mischen, bis alle Pommes umhüllt sind. Auf 2 mit Backpapier belegte Backbleche verteilen und ca. 30 Minuten backen. Inzwischen für den Ketchup rote Beete 2 cm groß würfeln, Zwiebeln schälen und fein würfeln, Öl in kleinem Topf erhitzen und Zwiebeln darin 4 Minuten bei mittlerer Hitze anschwitzen, rote Beete zugeben und 2 Minuten mit anschwitzen. Mit Essig ablöschen, Zucker, Koriander, Piment und Senf zufügen, zugedeckt 10 Minuten köcheln lassen und fein pürieren, mit Salz und Pfeffer abschmecken und Pommes mit Ketchup servieren, gegebenenfalls Rest des Ketchups in sauberes Einmachglas füllen. 800 Gramm Topinambur E, 100 Gramm Zwiebeln, 2 Esslöffel Bratöl, 1,2 eine Gemüsebrühe, 200 Gramm Sahne, Klammer auf alternativ, pflanzliche Sahne, Klammer zu, 2 Msp, Muskat Topping, 250 Gramm Pumpernickel / 2 bunt glatte Petersilie, 2 Esslöffel Bratöl, 2 Esslöffel Zitronensaft, Salz, schwarzer Pfeffer. Erstens Topinambur schälen und Knollen in ca. 1 cm dicke Scheiben schneiden, Zwiebeln schälen und fein würfeln, Öl in großem Topf erhitzen und Zwiebeln darin ca. 4 Minuten bei mittlerer Hitze anschwitzen, Topinambur zugeben und 1 Minute unterrühren anbraten. Brühe angießen, kurz aufkochen und im geschlossenen Topf bei kleiner Hitze 15 Minuten köcheln lassen. Zweitens inzwischen für das Topping Pumpernickelscheiben fein zerkrümeln. Petersilie kalt abbrausen, trocken schütteln, Blättchen abzupfen und fein hacken. Öl in Pfanne erhitzen, Pumpernickel zugeben und ca. 5 Minuten bei mittlerer Hitze unterrühren, knusprig anbraten. Von der Herdplatte ziehen und mit Petersilie und Zitronensaft mischen, mit Salz und Pfeffer würzen.
Pasta mit Kräuterseitlingen, Zuckerschoten und Cocktailtomaten. Tolle Kombination für 4 Portionen. 400 Gramm Kräuterseitlinge, 70 Gramm Zwiebeln, eine Knoblauchzehe plus 200 Gramm Cocktailtomaten, 250 Gramm Zuckerschoten, Klammer auf S-Tipp, Klammer zu, 300 Gramm Vollkornpenne, Klammer auf Alternativ, andere kurze Nudeln, Klammer zu, Salz, 3 Esslöffel Olivenöl, schwarzer Pfeffer, 125 Gramm Ziegenfrischkäse, 2 bis 3 Esslöffel Zitronensaft, 50 Gramm Parmesan am Stück. Erstens Pilze putzen, mit feuchtem Tuch säubern, trockene Stielenden abschneiden und längs in 0,5 cm dicke Scheiben schneiden. Zwiebeln und Knoblauch schälen und fein würfeln. Tomaten waschen und halbieren. Zuckerschoten waschen, putzen, halbieren und für 2 Minuten in kochendem Wasser blanchieren. Abgießen und gut abtropfen lassen. Zweitens inzwischen Nudeln nach Packungsanleitung in Salzwasser al dente garen abgießen, dabei ca. 150 ml Nudelkochwasser auffangen. Olivenöl in großer Pfanne erhitzen und Pilze mit Knoblauch und Zwiebeln bei großer Hitze ca. 5 Minuten anbraten und dabei ab und zu Pilze wenden. Anschließend salzen und pfeffern. Tomaten und Zuckerschoten zufügen und bei mittlerer Hitze weitere 4 Minuten andünsten. Drittens Nudelkochwasser portionsweise mit Ziegenfrischkäse unter Gemüse rühren, bis Soße eine sämige Konsistenz hat. Mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft abschmecken. Nudeln zugeben, alles gut mischen und erneut abschmecken. Parmesan grob hobeln. Parmesan und schwarzen Pfeffer über das Gericht streuen und servieren. Zubereitungszeit, ca. 35 Minuten pro Portion, ca. 307 Kilokalorien, 1280 Kilojoule, 15 Gramm EW, 21 Gramm Ka, 18 Gramm F2BE. Auch lecker, statt der Zuckerschoten schmecken auch Erbsen oder Zucchini-Spaghetti sehr gut in der Pasta. 240 Gramm Steinpilze, 150 Gramm rotschalige säuerliche Äpfel, zum Beispiel Brahlbirn, 40 Gramm rote Zwiebeln, 200 Gramm Zucchini, 3 Zweige Thymian, 2 Esslöffel Rohrzucker, Salz, schwarzer Pfeffer, 50 Gramm Parmesan am Stück, eine Packung Blätterteig aus dem Kühlregal, 275 Gramm außerdem. Harte Form 0,26 cm Butter für die Form. Erstens Pilze putzen, mit feuchtem Tuch säubern, trockene Stielenden abschneiden und Pilze längs in 0,5 cm dicke Scheiben schneiden. Äpfel waschen, halbieren, Kerngehäuse entfernen und in 0,5 cm dicke Scheiben schneiden. Zwiebeln schälen und in 2 mm dicke Ringe schneiden. Zucchini putzen, waschen unterstrich D quer in 1 cm dicke Scheiben schneiden. Thymian kalt abbrausen, trocken esöteln und Blättchen abzupfen. Form und mit Zucker, Salz sowie Pfeffer unterstrich unterstrich streuen. 7. Zwiebeln und Thymian gleichmäßig, Soden der Form verteilen. Steinpilze E Äpfel darauf legen und Zucchini S den darüber verteilen. Mit Salz und E würzen. Parmesan fein reiben, 7 Zer überstreuen. Kofen auf 180 vorheizen. Blätchform legen, an Rändern nachficken, überstehenden Teig den und gegebenenfalls in Lücken, einsetzte im unteren Ofendrittel etwa unterstrich, ihn backen, herausnehmen, unterstrich die heiß servieren. Zeit ca. 25 Minuten, Backzeit ca. 410 Kilokalorien, 1720 Kilojoule, 11,9 Exawatt, GF3BE unterstrich Hecker, statt Apfel passt eher gut, Sie können anstelle ebenso Austernpilze oder Gnons verwenden. 250 Gramm Schalotten, 2 Knoblauchzehen, 1 rote Chilischote, 300 Gramm rote Beete Z, 300 Gramm Petersilienwurzeln E, 300 Gramm Topinambur, 2 Esslöffel Olivenöl, 500 ml Gemüsebrühe, 4 bis 1 Bio-Orange, 2 Zweige Rosmarin, Klammer auf Alternativ 1 gestrichener TL getrockneter Rosmarin, Klammer zu, 2 Esslöffel Honig, Salz, schwarzer Pfeffer, 20 Gramm Pinienkerne, 80 Gramm Pecorino Romano am Stück minus 100 Gramm kalte Butter E, 160 Gramm Dinkelmehltype, 630 einige Rosmarinnadeln. Erstens Schalotten schälen und je nach Größe halbieren oder vierteln. Knoblauchzehen schälen und fein würfeln.
Chilischote waschen, längs halbieren, entkernen und feinwürfeln. Rote Beete schälen und 2 cm groß würfeln. Petersilienwurzeln und Topinambur schälen und in 0,5 cm dicke Scheiben schneiden. Zweitens Backofen auf 200, Klammer auf Umluft, 180, Klammer zu, vorheizen. Öl in großer Pfanne erhitzen. Schalotten, Knoblauch und Chili zugeben und ca. 4 Minuten anschwitzen. Rote Beete, Petersilienwurzeln und Topinambur zufügen und unterrühren, 2 Minuten kräftig anbraten. Mit Gemüsebrühe ablöschen und 5 Minuten im geschlossenen Topf bei mittlerer Hitze köcheln lassen. Orange heiß abwaschen, trocken reiben und Schale fein abreiben. Saft auspressen. Orangenschalenabrieb und Saft zufügen und Pfanne vom Herd nehmen. Rosmarin kalt abbrausen, trocken schütteln, Nadeln abstreifen, grob hacken und zusammen mit Honig unterrühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und in große, flache Auflaufform geben. Drittens Pinienkerne in Pfanne ohne Fett goldbraun rösten, herausnehmen und zur Seite stellen. Pecorino feinreiben. Butter 1 cm groß würfeln, mit Pecorino Mehl und eine Prise Salz verkneten, bis krümeliger Teig entsteht. Pinienkerne untermischen und Teigbrösel auf Gemüse verteilen. Crumble ca. 30 Minuten auf mittlerer Schiene backen, bis Streusel goldbraun und knusprig sind. Auf Wunsch mit Rosmarinnadeln garniert servieren. Zubereitungszeit, ca. 40 Minuten, 30 Minuten Backzeit pro Portion, ca. 629 Kilokalorien, 2630 Kilojoule, 19 Gramm EW, 50 Gramm KH, 39 Gramm F4BE. Petersilienwurzel R. Liter verkocht, mit Blaubeeren raffiniert für 4 Portionen, 120 Gramm Zwiebeln, 2 Knoblauchzehen, 400 Gramm Petersilienwurzeln, Klammer auf Alternativ Pastinaken, Klammer zu, 1,2 eine Gemüsebrühe, 2 Esslöffel Butter, 300 Gramm Buchweizen, 30 Gramm Haselnusskerne, 60 Gramm Parmesan am Stück, 100 Gramm Blaubeeren, 8 Zweige Thymian, Salz, schwarzer Pfeffer. Zwiebeln und Knoblauch schälen und feinwürfeln. Petersilienwurzeln schälen und 2 cm groß würfeln. Brühe aufkochen und warm halten. In großem Topf Butter zerlassen. Zwiebeln, Knoblauch und Petersilienwurzeln, darin ca. 4 Minuten bei mittlerer Hitze anbraten. Buchweizen zugeben und unterrühren, 1 Minute mitbraten. Topfinhalt knapp mit Brühe bedecken und bei mittlerer Hitze köcheln lassen, bis Flüssigkeit fast vollständig aufgesogen ist. Erneut mit Brühe bedecken und unterrühren, einkochen lassen. So lange wiederholen, bis Buchweizen bis fest und Brühe aufgebraucht ist. Inzwischen Haselnusskerne grob hacken und in Pfanne ohne Fett rösten, bis sie duften. Herausnehmen und zur Seite stellen. Parmesan feinreiben. Blaubeeren verlesen, waschen und abtropfen lassen. Thymian kalt abbrausen, trocken schütteln und Blättchen abzupfen. Buchweizenrisotto vom Herd nehmen. Thymian, Haselnüsse, Blaubeeren und Parmesan unterrühren, mit Salz und Pfeffer abschmecken und vor dem Servieren abgedeckt 5 Minuten ruhen lassen. Chilibohnen Eintopf mit Herbstrüben servieren Sie dazu Fladenbrot für 4 Portionen, 1 Kilogramm Herbstrüben, 80 Gramm Zwiebeln, 9 2 Knoblauchzehen, 1 rote Chilischote, je eine türkische Lira Fenchel und Koriandersamen, 2 Esslöffel Olivenöl, 350 Milliliter Gemüsebrühe, 2 Dosen Cannellini E, innen 240 Gramm Abtropfgewicht, Klammer auf Alternativ. Weiße Bohnen, Klammer zu, schwarzer Pfeffer minus 200 Gramm Sahne, Klammer auf Alternativ pflanzliche, Le Klammer zu, 1 und glatte Petersilie auf Wunsch, Chilipulver E73 Strüben schälen und ca. 1 cm groß würfeln, Zwiebeln Oblauch schälen und fein würfeln, Chili waschen, Lenz 7E1 entkernen und in feine Streifen schneiden, Fenchel gleich an der Samen im Mörser leicht zerstoßen. Öl in großer Pfanne erhitzen, Herbstrüben, Fenchel 7 Andersamen zugeben und unterrühren, bei starker 2 Minuten anbraten, auf mittlere Hitze reduzieren,
Knoblauch und Chili zufügen und 4 Minuten mit 7:1:2 Brühe zugeben und zugedeckt 5 Minuten köcheln lassen. 7 in Sieb abgießen, kalt abbrausen, abtropfen lassen, üben und bei schwacher Hitze 5 Minuten im Geschoss. C gleich zugedeckt köcheln lassen. Petersilie kalt abbrausen, 7 Teelöffel Blättchen abzupfen, fein hacken, zusammen unterstrich verrühren und mit Salz und Pfeffer abschrecken, unterstrich rasch mit Chilipulver bestreut servieren. Zeit, ca. 45 Minuten, a 338 Kilokalorien, 1410 Kilojoule, 7 Gramm EW, 25 Gramm KH, 24 Gramm F, 2 BE. Ersetzen Sie die Sahne durch eine Dose E 400 Gramm. Pasta mit Steckrüben Carbonara aromatisch für 4 Portionen 500 Gramm Steckrüben 80 Gramm Zwiebeln 40 Gramm Parmesan am Stück 3 Eier 200 Gramm Sahne schwarzer Pfeffer S8 Zweige Thymian 400 Gramm Spaghetti Salz 3 Esslöffel Olivenöl 4 2 türkische Lire Kräutersalz 1,5 Teelöffel Paprikapulver Edelsüß 1,5 Teelöffel Chilipulver 1 Esslöffel Zitronensaft erste Steckrüben schälen und ca. 0,5 cm groß würfeln, Zwiebeln schälen und fein würfeln, Parmesan fein reiben, Eier verquirlen, Sahne und Parmesan zugeben, gut vermischen und mit Pfeffer, Farzen, Thymian kalt abbrausen, trocken schütteln, Blättchen zupfen und zur Eisahne-Mischung geben. Spaghetti nach leicht Kochungsanleitung in ausreichend Salzwasser al dente kochen. Öl in Pfanne erhitzen und Steckrübenwürfel bei starker Hitze fahr 3 Minuten hellbraun anbraten, Zwiebeln zugeben und la 4 Minuten bei mittlerer Hitze weiterbraten. Mit Kräutersalz, K-Pulver, Chilipulver und Pfeffer kräftig abschmecken. Ehensaft unterrühren und bei kleiner Hitze warm halten.